interessant, aber natürlich vor allen Dingen auch am gleichen Tag wurde auch ein neuer Spieler vorgestellt. Und ich versuche es jetzt einmal. Timotej Kolodziejczak. Hoffentlich war das richtig. Nicht schlecht. Ja, ja, ich habe schon leichte, Abwandlungen gehört. Dass bleiben Sie bei Kolo. Ja, deswegen. Ja, alle sind froh, dass er auch sogar auf dem Rücken Kolo stehen hat und damit auch immer das Thema dann auch erstmal wahrscheinlich sich bald gelegt haben wird. Ja. Interessant ist natürlich dann eher sportlich, wie kann er uns helfen? Und da vielleicht einfach auch gut zu wissen, dass es jemand, den kennen wir schon aus den Spielen gegen Sevilla. Ja, richtig. Also natürlich so, ich finde immer, um Spieler natürlich richtig beurteilen zu können, muss man ihn natürlich selber häufiger mal gesehen haben. Wir haben ihn jetzt, glaube ich, dann in, ich weiß nicht, ob er in allen vier Partien gegen uns auf dem Platz stand. Ich glaube, er war im zweiten mit dabei. Ja, ja. Und ja, es ist jetzt auch, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich den Spieler da groß jetzt noch im Kopf hätte. Von daher muss man sich da einfach mal schauen, was wie er sich erstmal auf dem Platz bei uns gibt. Ja. Wir können ja nicht mehr machen, wenn man den Spieler nicht kennt, als so gucken, was findet man im Netz vielleicht für Unterlagen bei YouTube oder ich habe mir eine Zusammenfassung von Borussias Spiel gegen Sevilla auch nochmal angeschaut, damals in Sevilla. Ja, da hat er schon einige Flankenläufe gemacht, ein paar gefährliche, scharfe Dinger reingegeben. Also es ist definitiv ein Spieler, der soll ja als Innenverteidiger spielen können, als Linker und als Linksverteidiger. Aber das ist auch jemand, der auch eher dann fußballerisch, auch theoretisch auch in der defensiven Variante im linken Mittelfeld spielen könnte. Auch wenn er sich jetzt erstmal als Innenverteidiger sieht. Von daher, Eberl hat es ja schon gesagt, wir holen keine Klumpfüße, sondern wir wollen halt Leute holen, oder Holzhacker hat er, glaube ich, gesagt, ja, die fußballerisch auch was drauf haben. Und Craig Moore muss. Genau. Genau, ja. Und er hat ja schon gesagt, er hat gerne den Ball am Fuß. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr adäquater Ersatz zu Alvaro Dominguez. Definitiv, würde ich auch unterschreiben. Ja, würde ich auch so sehen. Kurz zum Werdegang. Ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht, kurz noch so ein paar kleine Sachen zusammenzufassen. Also er ist ja Franzose, hat aber sowohl polnische als auch afrikanische Herkunft. Ich habe jetzt das Land mal wieder vergessen. Das Schande über mein Haupt an der Stelle. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass er in Frankreich von vornherein ausgebildet wurde. Ganz ursprünglich aus der Jugend von Lens. Also dann ein bisschen getingelt, ne? War dann in Lyon, war in Nizza und dann irgendwann der Weg zu Sevilla. Ja. Und bei Unai Emery dann wirklich zum Stammspieler geworden, absolut gesetzt. Mit den jungen Jahren. Ich meine, man muss überlegen, er ist jetzt 25 und er hat diese ganze Profikarriere in Frankreich als Stammspieler, in Spanien als Stammspieler einer Mannschaft, die dreimal in Folge die Europa League gewonnen hat, sich wirklich durchgesetzt. Und ich glaube, diese Härte, die man von ihm erwartet, die bringt er auf jeden Fall mit, weil ich meine, Sevilla, wir haben ja erlebt, wie die spielen. Ne? Ja, definitiv. Ja. Ja. Was ich ja auch ganz interessant fand, das war, glaube ich, ja auch so, dass sogar der VfL Wolfsburg sich auch mit dem Spieler schon beschäftigt hat. Hat Dieter Hecking, glaube ich, auch in der Pressekonferenz gesagt. Mhm. Und ich bin ja auch sicher, dass Borussia da schon auch länger die Augen drauf hat. Auf jeden Fall. Also Borussia macht ja, wir wissen das ja, Borussia Scouting ist eigentlich, wenn ein Spieler bei uns auf der Landkarte erscheint, dann ist er für uns ja nicht neu. Diese Spieler werden ja 30, 40 Mal beobachtet im Vorfeld, bis dann überhaupt entschieden wird, könnten die zu uns passen. Mhm. Und bei ihm war es jetzt einfach so, die Hinrunde, der neue Trainer, offensichtlich gab es auch mit dem Manager ein paar Probleme, hat nicht mehr so auf ihn gesetzt. Das ist für ihn eine neue Situation und jetzt konnte man ihn bekommen. Im Sommer, du hast gesagt, Wolfsburg war anscheinend ja dran. Was hatte er für einen Grund zu gehen? Ne? Klar. So, jetzt. Was ich ganz interessant finde, ich habe auf Fohlen TV mal das erste Interview mit ihm gesehen, natürlich noch auf Französisch, aber mit Übersetzung. Und ich finde, es ist wirklich beachtlich, was Eberl für ein Händchen für Menschen hat. Also natürlich kann man Spieler jetzt nicht nach einem Interview beurteilen, aber von der Mimik, wie er sich artikuliert, hat man wirklich den Eindruck, er ist ein aufgeweckter Junge, total sympathisch und wie gesagt, das passt wirklich da rein, weil Eberl immer wieder solche Jungs aus dem Hut zaubert. Alvaro Dominguez war ja genauso, war ja auch ein super sympathischer Typ. Finde ich, ist auch ein guter Weg, weil ich finde, so kann man sich auch mit dem Spieler oder beziehungsweise auch mit der kompletten Mannschaft irgendwann sehr gut identifizieren. Ja, ist auch, glaube ich, ein Markenzeichen von Eberl irgendwo, wie du richtig sagst. Dass die Spieler charakterlich auch wirklich teilweise ausgewählt werden, dass sie in die Mannschaft passen. Und dafür ist ja eigentlich Borussia auch in den letzten Jahren bekannt geworden, dass wir mannschaftsintern eigentlich
fast nie irgendwelche Querelen kriegen. Und wenn, dass es dann nicht nach außen dringt, das ist ja auch eine Qualität. Ne? Also das, klar. Das finde ich persönlich auch gut und das sollte auch weiterhin so sein, dass sich die Mannschaft untereinander versteht, weil nur so kann sich Sport ja erfolgreich sein. Ja. Ne? Und ich denke, da wird jetzt der Neuzugang Kolo wird da ganz gut passen. Ja, zumal aber trotz allem von ihm ja erwartet wird, dass er da physisch und vielleicht auch von der Spielweise her durchaus mal eine gewisse Härte auch mit reinbringen kann. Er hat jetzt auch, habe ich gesehen, er hat sich auch eine rote Karte noch eingehandelt im Ende der Vorsaison oder ich glaube im Supercup-Match, europäischen Supercup-Match. Also es ist schon ein Spieler, der auch mal zulangen kann. Ja, das ist ja auch was Positives. Eben, das will man ja auch, wenn es nicht übertrieben ist. Übrigens Martinique stammt von Mutter her. Also es ist dann französische Kolonialinsel, weil nicht Afrika, aber das einfach nochmal zur Vollständigkeit. Alle Jugendteams, Nationalteams von Frankreich durchlaufen bis zur U20. Also das ist ein Spieler, ich glaube, der kann durchaus sich durchsetzen. Spannend wird natürlich, wie schnell ist er akklimatisiert, welche Rolle wird ihm zuteil? Er selber war so selbstbewusst und hat gesagt, er braucht nicht lange. Ja. Aber gut. Das haben wahrscheinlich auch schon andere gesagt. Ja, zumal er ja auch sich selber jetzt erstmal als linker Innenverteidiger sieht. Ich muss ehrlich sagen, das finde ich spannend, weil eigentlich sollte man jetzt davon ausgehen, dass wir in der Abwehrkette mit Christensen und Westergaard spielen, sehe ich ihn eher auf der linken Seite, ne? Als Konkurrent zu Wendt. Also das wird interessant sein, wie Dieter Hecking da auch... Die Dreierkette wird es nicht mehr geben. Ich zweifle daran. Ja, ja. Aber das wird interessant und ich denke mal, da wird vor allem das Trainingslager dann zeigen, wann und wo er dann die erste Option sein wird. Vielleicht auch perspektivisch ein bisschen. Nur, dass wir vielleicht auch zu Beginn der nächsten Saison vielleicht nochmal etwas mehr von ihm absolut. Und ich meine, er ist 25. Klar wird er erwarten als Stammspieler von Sevilla, dass er jetzt hier nicht irgendwie langsam herangeführt wird. Nee. Er wird sicherlich zum den ersten 14 Mann auf jeden Fall sofort zählen. Und aber alles Weitere sehen wir. Es werden die Karten eh neu gemischt, wie man immer so schön sagt. Deswegen ist es schwierig. Okay, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Die Nummer 25 trägt er ab jetzt. Und ich sag's noch einmal, Timotej Kolodziejczak, hoffentlich. Und ab jetzt nur noch Kolo genannt. Cool. Alles klar.